Weiter geht's bei Let's Play Mass Effect 3. Hallo. Mit meinem Duster. Ahoi, ahoi. Oh, schön. So the bar fights, the drunken disorderlies down by that purgatory place. Geduldigen? And how does letting the misdemeanors go help the war? Less time spent on the light stuff? Nein. Ja, man, sie denkt nur an die Citadel. Er denkt an das größere Bild, klingt gut. Everyone on the Citadel. Ja, denke ich auch. You have to show them that C-Sec is still in control. Vorbild. They need that security. Na denn, mal da drüber laufen. Och Mensch. So. Oh toll. Was jetzt schon wenig unterstützt. Pali. Pali. Stimmt, ja. Ey, das ist unfreundlich. Tali saved the Citadel a couple years ago. Watch your tone. You're right. We're all on edge right now, but we don't have enough metagel for our own needs. We can't help your people right now. I'm sorry. Damn it. Thank you for trying to help. Na, hätte man ihm helfen sollen. Krieg immer die Zafor-Bild, wenn man das richtige, die richtige Entscheidung macht. So, da. Offizier? Nice! Will these help? Ja, geil. Awesome. So. Logbuch. Schauen wir mal, was wir jetzt noch so zu machen. Eh nur so viel. Die Codes, die machen wir. Die Codes machen wir im Spectre Terminal. Ja. Severus Gift für Turiana. Finden Sie die Probe des Toxins und liefern Sie im Reaktorkrankenhaus ab. Das wissen wir nicht, wo wir es herkriegen. Aktuelle Verschlüsselungen wissen wir auch nicht. Reaper Code Fragmente. Alex, wenn du mal schießt, lauf einfach weiter. Oh Mann, oh Mann, oh Mann. So. Da wollen wir auch noch nichts. Stop Purgatory. Purgatory. Schaut echt einladend aus, muss ich sagen. Oh, bitte. Rechts an. Warum? Da, da, da. Hm, jetzt übernehmen so rein. Aber war das nicht einer von den Räumen, wo man einmal den. Diesen Anführer da von der an. Mit den Batterianen und den komplett verarscht haben? Mhm. Schlecht aus. Schlecht aus. Schlecht aus. Was ist das? Blasto 6. Partners in Crime. Vor allem das. Ein HNA und ein Elkor. Oh mein Gott. Das sind die Action-Stars schlechthin. Ja, die können sich erst aber gut ausdrücken, können vor allem schön ihre Emotionen zeigen. Gott. Was für bessere Schauspieler kann es geben? So. Volus. Ja, stimmt. Volus da noch rein. Und Quariana. Für die gute Gesichtsmimik natürlich auch noch Aquarianer. Meine Rede. So, schauen wir mal im Krankenhaus zwecks der Probe. Vielleicht liegt ja die Probe im Krankenhaus. Die sind zu blöd, einmal neben den Tisch zu greifen. Wäre das erste Mal. Oh. Guten Tag, ich muss da mal drüber. Ihr habt ja übrigens einen merkwürdigen. Also, es ist einfach halt gestorben. Ja. Warum steht da noch kein großer Statue, auf der Thane Kreas steht? Weil ich sie abgerissen habe. Gut, das bedeutet Krieg. Das da baut die Welten und ich reiß sie ab. Hätten sie gerne. Nee. Ich höre nur alles, was ich höre, das da ist. Bzzz. Genau das Richtige für dich. Mhm. Fast.
Kleiner Wurm. So, und fangen wir wieder rechts an. Da rechts rum. Die Augen rechts. Da ist nix. Was war da? There's got to be something. I don't know what Cerberus was packing, but we're going to lose this mission. Da müssen wir ja nochmal ins Purgatory auch noch, ne? Ja, wir müssen einfach alles abklappern. Ja. Ziemlich nervig, aber da. So, da ist nix. Ist doch mal ein leeres Behandlungszimmer. Aber okay, sind wir da? Nix. Sind wir da? Nix. Hm, schön. Ah, nix. Diese merkwürdige Shepard-like Alter mit dem riesen Zinken, die steht relativ oft rum, muss ich sagen. Mhm. Den gab es ein Dutzend billiger. Mhm. Okay, also da gibt's nochmal nichts, es sei denn, wir haben diese Probe. Wo geht man die Probe herkriegen? Man, wir haben bis jetzt wirklich jedes Level komplett abgegrast. Purgatory? Was echt ist im Purgatory? Toxinproben? Ja, wobei, wo sonst? Das ist das einzige Toxinlabor des Purgatory. Ja. So. Purgatory! Dann müssen wir nochmal zu diesem Präsidiumsunterhaus für das Terminal von uns. Ja, schon gute Musik, Wummern, jawohl. Guten Tag. Dann halt nett. Warte mal. Können wir da irgendwo hinfliegen? Ja, nicht so normal. Das ist alles so awesome. Ich weiß. Ich glaube, da haben wir schon alles abgerast, ne? Letztens. Meins? Ja. Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass wir da schon alles abgerast haben. Wir haben schon wieder in der Blocktest weitergemacht. Ich denke, wir können dann mal wieder mit Joker und Edi und ein bisschen die Götter wem sprechen. Ja, aber so viel haben wir nicht gemacht. Oder? Du musst nicht unbedingt 200% Broadcast gemacht haben, um Text mit an den anderen zu schieben. Oh, schau mal. Da läuft doch was. Hey Commander, I was just about to get us another round. ja. So, looks like you two are having fun. Yes. Joker has been smiling and laughing at a significantly higher rate since he and I agreed upon a relationship. I mean. Ich seh schon, der bricht den Penis noch. Ja. Das ist so falsch irgendwie. When I first presented his body to Jeff, he seemed aloof. Really? What did Joker say? He said I didn't have to conform to some feminine ideal in order to impress him. I then called him on his bullshit. And we then proceeded to talk more. After your incursion, his attitude exhibited signs of change. He said he was reluctant, but you convinced him to go for it. I might have helped a little. I see. Thank you for your support, Sean. This is proving to be an illuminating experience. That dude is the horny as fuck. Oh, yeah. Herrlich. So. In der Aria wird auch nichts weiter abgehen. Da oben kennt man wieder oberpeinlich Dancen. Sag mal, die hat das mit Kundenservice auch nicht richtig verstanden, gell? Tja. Ich habe ein Video gefunden, wo sich eine, das wird nicht gewesen sein, sagen wir so 18 um und um, ne? Mhm. Total so ausgeschaut, als wenn sie so, was ist jetzt, eine Hexe wäre aus Helgit London. Ja. Komplett cool angezogen und eben genau den Dance, Vollgas, 5 Minuten. Edel. Oh Mann. Ja, das muss aber durchhalten, weil das ist definitiv, glaube ich, nicht einfach. Und vor allem sau anstrengend, denke ich mal. Dann soll ich benutzen? Sicher nicht.
geht die Shepard da und bewegt sich ja wie Stockfisch. Mit Stock im Arsch. Ja. So, was kann man jetzt noch sicher machen? Wir können noch einmal auf das Terminal zugreifen und da die Infos herholen für die Arme, ne? Flüchtlingslager müssen wir auch noch abklappern, ne? Machen wir erst einmal das mit dem. Oder gehen wir erst das Flüchtlingslager? Mir ist so wurscht. Ja. Wo war man bis jetzt noch nicht? Wartebereich und gebucht, gell? Vergesst Bayreuth nicht. Ja, man, Bayreuth, schau das da. Bayreuth muss befreit werden. Denn die ewige Tyrannei vom Duster, die muss irgendwann nochmal Ende haben. Niemals. Vor allem, wenn du so gelöst ins Mikro rülpst. Und ich hatte den Mund noch zu. Ach du Scheiße. Da war der Dämpfer noch voll installiert. Ja, meine Güte, manchmal, wenn es raus muss, dann geht's durch. Der Fakt ist das für eine Krankenschwester. Ja, ich hab's mal gerade gedacht. Can I talk to him? Only if it's important, Commander. He's hurt bad. Take down the sedative a bit, but hurry. I peg his survival at 50-50. Okay. Are you Gorek? Wir hören sie. Go away. Nothing to say. Not even what a terrorist's doing on the Citadel? You! Do I know you? Every battalion with someone on Aratok remembers your face. What the fuck is Aratok? Keine Ahnung. Explosion. You butcher the colony. Will they regret? Don't ever spring. Ach ja, das. Ich wollte die Reaper aufhalten, ja. Aratok's really to stop the Reapers from pouring through. Easy for you to claim now that they're here. Don't pretend you have any remorse. Dauere nicht, dass ich es tun musste. Ich verzweifle. I've thought about the people who died, about how I couldn't warn them in time. In the end, I didn't have a choice. And I'm sorry, if that means anything. If you're so remorseful. Das so? If you have any real guilt, show some mercy. Unplug this machine. Let me join my family. Na dann. Ja. Schon, ne? Ja. Ich bin für Sterbehilfe. Ja, aber mit einer Axt. Ich bin die Axt. Der hat Thanke gesagt. Darfst du überhaupt wieder was essen, so sagen wir. Oh, von der Krankenschwester kriegen wir jetzt aufs Maul. Hi! Ihr muss weg! Flucht! Was ist das? Ach, der Krempel. Der mit der Sponsorung. Dann mal. Sieht immer noch so genial aus, diese fickte Terminus-Panzerung. Schau mal, es wird einfach nicht weniger. Also egal, was wir jetzt auf das Citadel machen, ne? Was? Karl? Was? Citadel Fossile? Kakliosaurier. Kakliosaurier. Ich glaube, das ist nur Citadel angeschrieben, aber die Dinger findet man generell woanders. Ja, zumindest machen wir wenigstens mal ein paar Quests auf der Citadel, ne? Ja, das ist Gott sei Dank, ey. Und wir langweilen die Leute überhaupt nicht damit, das ist das Gute. Nein, das ist Mythos. Das ist hochinteressant, was wir da machen. So, kennst du das hier? Ich kann es an fossilen Haumiblaurosaurus da irgendwo reintun. Kakliosaurus. Richtig, Kackvieh. Kakosaurus. War jetzt so blöd, dass es nie ist wieder sagen. Scheiß Kakti, das heißt Kakti, dein Kakti. Hey, I've assumed full control of Eclipse. And we're committed to moving forward with Ari. Sehr gut. Hat der nur einen Arm? Wer? Der hat zwei? Der hat zwei. Ja, aber durch den Bug sah das so aus, als hätte er nur einen. Okay. Weil er nach hinten gebrochen war. Was ist diese merkwürdige Shepard-AI? VI? So hast du. Mit der falschen Haarfarbe? Mhm. Was ist der James?
Können wir jetzt mit Bokern? Das wäre natürlich episch. Hier ist Lola. I know, I know. You don't have to say anything. But I'm about to make my comeback. Ach so. So unglaublich schlecht spielt. Was ich lustig finde, sind diese Batterianekerbe mit Asari-Kopf drauf. Na. Haben wir auf jeden Fall nochmal nix. Dann werden wir noch das mit Panel machen. Warte mal, die Seiten haben wir nicht abgeklappert. Weil das mit den Proben und all das zeigt, das muss man nicht, kann man nicht auf der Citadel machen, glaube ich. Nein, denke ich auch nicht. Naja. Dann werden wir da mal noch das machen und dann würde ich sagen, werden wir diesen Geth-Kreuzer angehen. Nee, da freuen sich bestimmt schon zwei Leute drauf. Präsidiums Unterhaus, glaube ich, ist das, gell? Ich denke schon, oder? War es die Botschaft? War es jetzt nicht. Enten. Nee, das war die Botschaft. Natürlich. Ich sag, es waren die Enten. Oder so. Sind immer Enten. Läuft das gleiche. Es sind immer Enten. Und wenn schon Ente, dann viel zu viel Ente. Naja, everywhere. Richtig. Everywhere. Di-di-di. Da rein. Spectre-Zugang. Ja. Na denn? Was soll man, braucht man da? So, Techniker kennt Bernard auf der Citadel Haft, weil er für Cerberus gearbeitet hat. Gehen bevor den Namen die. Oh, die werden wir natürlich, ne? Ja. Aber sowas von. Autorisieren. Citadel Einreisegenehmigung. Warte mal. Citadel Einreisegenehmigung. Ausbilder der Grissom Akademie haben um Räume der Citadel gebeten, dort junge Studenten zu trainieren. Haben noch nicht. Natürlich! Medizinische Vorräte. Die ursprünglich für besessene Gebiete erdacht waren, wurden zur Citadel geleitet, weil die Reaper-Invasion ausmachen, bla bla bla. Die stehen jetzt in den Docks in der Verschlusskennung. Gekauft. Genehmigung für Zivilmiliz. Oh Mann. Sag mal das da. Ja. Wie viel Tinte ist noch in dem Pad? Du hast ja immer diese autorisierten Dinger draufgeballert. Auch genug. Die Sicherheit beim Antrag der Miliz aufzustellen, die Falle der Citadel erlauben, das würde ich nicht machen. Gekauft. Finanzbericht. Ja, den müssen wir jetzt durchlesen, ja. Überwachungsfreigabe. Ja. Ja. Das klingt gut. Aufenthalt des batterianischen Patienten. Das wissen wir, ja. Genau, haben wir schon umgebracht. Zugangscodes. Ja, das machen wir auch. Perfekt. So. Damit dürften wir jetzt einiges geregelt und geklärt und verbessert haben. Eigentlich schon, ja. Ja, und wir haben einen Kriegsaktivposten. Sind da einfach die Verteidigung Streitmacht. Ja, die haben wir, glaube ich, massiv gesteigert. Dann mal den Bailey. Der auch mal Mission von dem abkommt. Und Bailey und Quark. Hi, Bailey. So many pieces coming together since the Cerberus attack. Mm-hmm. We're reeling from the implications. Udina in league with Cerberus trying to murder the council. Wer ist Udina? Kennt ihr nicht? Dark days for all of us. Very good. You got your work cut out for you. You and me both. Jawohl, dann wissen sie, was zu tun. So, das war jetzt hilfreich. Aber sowas von. So, jetzt werden wir. Boah, wo ist die alte gestanden, für die wir jetzt die Goats geholt haben? Das war da, wo diese Terrassen waren. Ja. Oh, das ist das Präsidiums Unterhaus, oder? Ja. Okay, dann haben wir zumindest einmal die. Die ist irgendwo oben gestanden, da hinten weiter. Da, warte mal, D. Nee. Nein, das ist der Offizier. Okay. Da hinten war es dann. Irgendwo, da. Ja, da steht sie. Da haben wir sie. So, bitte sehr. Achso,
Schon fertig. Schon im ja. Buch. Ja. Aber ich weiß nicht, wie viel haben wir jetzt? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ich gib's auf. Es wird immer mehr. Es vermehrt sich. Ich glaube, das ist so eine Hydra-Sache hier, Alter. Das kann ja nicht angehen. Ich glaube, wir lassen den Mist einfach, oder? Hätte ich auch gesagt. Ich brauche jetzt was Legionenartiges. Nicht nur du. Ein Einblick in die quarianische Vergangenheit. Oh ja. Das wird episch. Aber diese drei Sequenzen, die sind so genial. It's so epic. Ja, durch die drei Sequenzen bin ich voll auf die Dings umgewechselt. Auf die was? Ja, auf die Geth. Was sie bedeuten, cooler sind als Quarianer. Die Quarianer sind cooler als die Geth. Nein. Doch. Nein. Doch. Oh! Du weißt, was jetzt kommt. Lass hören. Ein Cut und danach kommt was ganz Cooles. Bis dann, Leute. Servus. Ich will keinen Cut. Tschüss.